Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der MMOinfos.de Show hier aus einem verdonnerten und verschneiten Bahnhofsgebäude. Da hat es die Tür zerlegt. Oh Mann, ich bin auch unglaublich geschickt. Dann habe ich doch einfach mal hier kackendreist den Kreativmodus angelassen und vergessen, dass ich da mit der falschen Taste auch alles ruiniere. Machen wir mal besser aus, ne? Sonst haben wir hier gleich noch mehr Scherben. Ich meine, ihr hättet dann was zu lachen, aber das ist dann für mich nicht so lustig, weil ich dann alles nochmal fünfmal machen darf. So, setzen wir eben die Tür wieder ein. Ich sage ja immer, man soll die Tür wieder zumachen. Das ist ein bisschen schwierig, wenn gar keine Tür ist, ne? So, wir gucken uns heute mal an, einen Ort, wo ich noch nicht war, glaube ich, aber wo wir dringend mal hin müssen, denn er ist schon sehr, sehr lange auf unserem Server, der Sebastian aka Freelex. Dann wollen wir mal schauen, was der Basti so gebaut hat. Ich bin lange nicht mehr da gewesen. Ich habe nur immer auf der Map gesehen, dass die Gebäude, die er errichtet hat, immer größer und größer und größer wurden. Wladimir, da wird es jetzt mal höchste Zeit, dass wir da mal nachschauen, was sich da so alles getan hat. Hier ein wunderschöner Unterwasserbahnhof. Hier war, glaube ich, sein erstes Haus. Und dann hier habe ich ihm so ein bisschen bei geholfen mit dem unterirdischen Bahnanschluss. Das hier fand ich übrigens einen sehr, sehr schönen Bahnanschluss. Leider musste man ihn abbauen, weil das nicht so ganz gepasst hat. Viele von euch haben mir ja vorgeschlagen, ich sollte einfach mal ein Video machen, die schönsten Bahnstrecken des mmoinfos.de Minecraft-Servers. Aber ja, wenn wir so ein Video machen, diese hier würde bestimmt dazugehören. Meine Strecken sind ja grundsätzlich immer nur so kahl, funktionell, glatt. Und ja, hier sieht man schön, wie bei einem Untertagebau in einem Tunnel hier die Gänge abgestürzt werden. Hier eine kleine unterirdische Insel für die Bergbauer, wenn die hier unten am Arbeiten sind. Da können die sich hier in dieser kleinen grünen Oase erholen. Kommt ja auch im echten Leben immer mehr in Mode, dass man in so großen Firmen so, ja, so kleine Bereiche und Büros hat. Nicht Büros, so Oasen mit so einem kleinen Brunnen und Liegen und Bäumchen, wo sich dann die überarbeiteten Manager halt reinlegen können und entspannen. Soll ja angeblich die Arbeitskraft und Arbeitsleistung anschließend wieder erhöhen. Hat der Freelex also auch hier eingebaut. Sehr schön. Ja, und jetzt kommen wir durch ein interessantes Tor hier. Guck mal. Mitten in die Fresserei, wollte ich gerade sagen. So, und hier an einem schönen Bahnhof, der schöner ist als meine, aber das ist ja bekanntlich auch nicht schwer. Und da sehen wir schon hier ein schönes Häuschen. Eine weiße Villa mit Swimmingpool, mit kleiner Sitzecke, einem Briefkasten, da ist sogar was drin. Klopf, klopf, gehen wir mal rein. Ja, durch mein Texture Pack sieht das ein bisschen komisch aus mit dem Kies. Ansonsten ist es bestimmt ein schöner Parkettweg hier mit einer kleinen spartanisch eingerichteten Wohnung. Möchte ich sagen, spartanisch. Ich hoffe, der Basti ist mir nicht böse. Mit der schönen Veranda. Aber mir gefällt so dieses, ich weiß nicht, wie man diese Architektur nennt, dieser Stil hier. Ich glaube, hier soll auch so ein kleiner Kamin hin, aber wir haben ja Fire Protect auf unserem Server, deswegen können die Jungs das hier nicht hinmachen. Dann mache ich das einfach mal. So. Jetzt hat er auch einen Kamin hier. Der wird sich bestimmt freuen, wenn er wiederkommt. Letztes Mal, als wir keinen Fire Protect hatten und er hatte das irgendwie aus Holz gebaut, oder war es ein anderer Kollege, ich weiß es gerade nicht mehr, da war dann anschließend nicht mehr so viel davon übrig. Ich hoffe, das passiert hier nicht. Ich gehe mal lieber draußen gucken. Nicht, dass da direkt Wolle im Weg ist. Naja, sieht gut aus. Aber wenn es abfackelt, war ich es halt schuld. Und wir haben den Videobeweis, wer es war. So, was haben wir denn hier noch so alles? Ihr habt ja schon da oben gesehen, im Berg ist irgendwas. Gehen wir mal hier raus. Immer schön die Türen schließen. Und hier haben wir auch wieder so einen kleinen... Aha! Eine kleine Kaktusfarm, eine automatische. Ich denke, ihr wisst, wie das funktioniert. Ihr nehmt also hier diese Kakteen, baut die ganz normal, wie ihr sie anbauen würdet und setzt dann neben die Kakteen oben einen Stein, egal welcher Art. Und wenn ihr anfangt zu wachsen, dann ploppt, statt dass es wächst, das sofort wieder ab, landet hier im Wasser, im Sammler und man kann halt dann hier unten die Kakteen einsammeln.
Ja, sehr schön hier, ein kleiner Wald. Ich glaube, hier verlaufe ich mich. Ich habe dabei im Haus noch was anderes gesehen. Da ging es ja. Wir hätten hier die Tür aufgelassen. Unglaublich. Hier ging es ja runter. Was steht denn hier? Abfahrt zum Berg. Und auch hier wieder wunderschön. Also ich bin einfach nicht kreativ, was sowas angeht. Ich glaube, ich muss mir da mal irgendwie mich beraten lassen. So, wir haben eine Bummelbahn. Was haben wir hier? Ein Gang? Das dürfte ein Gang sein. Dann nehmen wir mal die Bahn, oder? Natürlich nehmen wir die Bahn. Guck mal hier mit Wartebereich und mit einer Truhe, mit Sachen zum Klauen. Ja. Und einen kleinen Lavasee. Dann nehmen wir doch mal die Bummelbahn. Mal gucken, wie die bummelt hier. Ja. Und die bummelt wirklich. Schön langsam hier geht's um die Ecken ins Dunkle und dann hoch in den Berg. Und jetzt, was ihr hier oben gebaut habt, sieht wirklich riesig aus. Ich bin schon sehr gespannt, was uns hier erwartet. Noch immer wieder diese Elemente, dass unterwegs eigentlich langweilig wird hier mit dem Wasserfall an der Bahnstrecke, der mit Glasscheiben abgedeckt ist. Also ich finde das wirklich cool, wenn ach, sie hat also kreativ und ich kann halt einfach nur irgendwie diese komischen, blöden Videos machen. Aber naja. Habt ihr wenigstens ab und zu mal was zum Lachen, wenn ich mich wieder doof anstelle? Und hier sieht man schon ein. Ach, ist das schön. Ein weiterer Bahnhof. Jetzt gucken wir mal. Hier geht schon wieder eine Bahn weiter. Ah, hier geht es wieder zurück. Okay. Ah, so hat er das gelöst. Ankommen, abfahren. Sehr schön. Das ist auch übrigens eine schöne Möglichkeit, einen platzsparenden Bahnhof zu machen, finde ich. So. Also für Blöde, rechts, links. Hier haben wir die Mine, da können wir gleich hingehen. Dann haben wir hier eine Baumfarm, Getreidefarm und Schweinestall. Dann gucken wir doch mal. Gehen wir mal hier runter. Und auch hier wieder. Oh, hier ist auch wieder eine Bahn. Und irgendwie geht es hier nicht weiter. Wo geht es denn hier lang? Ah, guck mal da draußen, da kann man schon was erkennen. Dann gehen wir mal hier. Ich laufe hier runter, hä? Gehen wir mal hier runter. Auch wieder. Ach, guck mal. Das erinnert mich an diese schönen großen modernen Gebäude immer. Ich finde das klasse. So, rechts runter. Ein kleiner Aussichtsraum hier, ohne viel Aussicht. Dann gehen wir mal lieber links lang. Aha, hier sieht schon richtiger aus. Das ist ja so riesig, hier verläuft man sich ja. Bin ich überhaupt noch richtig oder komme ich jetzt gerade wieder Richtung dem Haus zurück? Ich laufe mal ein bisschen schneller. Ja, ich bin im Kreis gelaufen. Ja, super, Garderul. Das ist das Tolle, wenn du wieder überhaupt nicht weißt, wo du langläufst. Ja, mal wieder schnell nach oben hier. Mann, Mann, Mann. Ja, immer dasselbe mit mir. Und der Bastian guckt sich das Video an und denkt sich, mein Gott, was bist du ein Idiot. Da, hier ist übrigens für Blöde wie mich gibt es hier ein Schild, ne? Holz, Getreide und Schweine. Ist das? Aha, ein Holzernter. Können wir ja mal klicken und gleich mal gucken, ob sich die Kiste gefüllt hat. Und aha. Guck mal hier. Eine schöne Getreidefarm überdacht mit allem, was das Herz begehrt hier. Und hier geht's zu den Schweinchen. Guck auch mal zu hier. Ich habe da schon Geräusche gehört. Aha. Ach, guck mal, wie süß. Mit einem Spawner, ja, das war, als es noch notwendig war. Ich habe es mittlerweile auf unserem Server abgeschaltet. Ich würde aber irgendwie gerne mal da oben gucken, was da noch ist. Deswegen gehen wir mal einfach hier. Achso, dazu muss ich mal eben wieder einmal schummeln hier. Noch niemals tippen kann ich hier. So, und zwar. Huch. Sieht man hier schon, was für ein wunderschönes. Also, wir haben ja. Ich habe noch ein anderes Baumhaus, was ich euch irgendwann mal zeigen muss. Aber das hier sieht man auch. Was ich hier so faszinierend finde, ist, wie schön das in den Berg hineingearbeitet ist. Ja, mit diesen ganzen Etagen, Balkonen und hier nochmal wieder ein kleiner Pool hier oben. Und dann hier so eine Art Haus, möchte ich sagen. Also, so ein.
Ja, da kann man, denke ich, schon drin wohnen, wenn, ach, es wird wieder Licht. Da kann man schon drin wohnen, wenn da ein paar Möbel drin sind. Sind hier auch welche drin, nicht, dass ich das Falsche sage. Allein die Mühe hier, das alles mit diesem Stein zu machen dann wieder, ne? Und dann, was ich nicht so schön finde übrigens, das muss ich jetzt mal sagen hier, ich meine, ich bin ja nicht nur hier, oh, es ist alles toll, das kennt ihr ja von mir, hier diese Zäune, die in der Luft hängen, ja, hätte man vielleicht nochmal ein bisschen mehr Holz reinziehen können. Na, Basti, machst das nächste Mal. Und also ein bisschen hat das ja so einen asiatischen Stil, ne? Wenn man hier jetzt noch so Zaunteile hochmachen würde, wie so kleine Spitzchen an den Häuschen. Und da unten sind die kleinen Schweinchen und die Farm. Und noch eine Farm, was ist da denn? Oder ist das nur so ein. Oder ist das die Baumfarm, wo ich jetzt gerade eben geerntet habe? Ist natürlich auch möglich. Hier geht's runter, da gucken wir gleich. Ja, genau, das ist die Baumfarm. Sieht man auch, da sind Äpfel runtergefallen. Wir müssten dem vielleicht mal beibringen, dass man die Äpfel auch erntet. Wollen wir mal gucken hier, was es hier zu sehen gibt. Ja, ne, normale Baumfarm mit Minecraft Mania erstellt. Und jetzt müsste ja eigentlich, wenn wir hier durchlaufen, wir zu der Kiste kommen, die da hinten. Was ist das denn hier? Na, hier sind die Samen drin, ne? Ja, genau. Müssen wir zu der Kiste kommen, die wir dann, wo wir eben den Schalter gedrückt haben, ihr erinnert euch. Dann wollen wir mal gucken, ob da jetzt auch mehr Bäume drin sind. Ich hoffe, dieser Gang geht überhaupt so lang, dass man hier irgendwo ankommt. Hier liegt schon mal was. Aha, hier. Und da ist jetzt natürlich deutlich mehr Holz drin. Ja, sehr schön. Also ein riesengroßes, ja, wie soll man sagen, Gebiet, Gebäude mitten in so einen Berg reingebaut. Auch die natürliche Landschaft ausgenutzt, finde ich wirklich sehr, sehr schön gemacht. Der übliche Aufruf. Wie immer freue ich mich über Feedback, denn das Feedback ist eigentlich das, was ihr demjenigen gebt, der das erbaut hat. Ja? Also ihr macht das ja nicht für meine Videos. Die sind ohnehin immer von fragwürdiger Qualität. Da gibt es sicherlich bessere. Aber ihr macht das ja für denjenigen, wenn ihr Feedback gebt, der das hier gebaut hat und sagt ihm halt, yes, das sieht cool aus. Und es ist ja auch für viele Leute eine Motivation, vielleicht auf unser Server zu kommen, weil sie wissen, dass ihre Bauten irgendwann auch mal auf YouTube Tausenden von Zuschauern sichtbar gemacht werden. Und mit diesen schönen Bildern von Bastis, ich weiß nicht, wie ich das Video nennen soll. Berg- und Baumloft? Irgendwie so. Mal gucken. Möchte ich mich von euch verabschieden, bedanke euch fürs Zuschauen, würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr Vorschläge habt, was ich zeigen kann, Fragen zu dem Video, wie was gemacht wurde, wie beim letzten Mal mit dem Fahrtreppenvideo, dann schaut wieder rein. Übrigens, irgendwas ist hier mit meinen Einstellungen vom Texturenpack. Man kann hier immer in die Landschaft reingucken. Das sieht nicht so schön aus. Aber dafür seht ihr halt wieder mal, wie schick das aussieht mit Bump Mapping, Shading und allem drum und dran. Ne? Ich finde das beeindruckend. Ja, so viel zu Sebastian aka Freelex und seinem Baum. Was habe ich gesagt? Berg und Baum, Loft, Haus. Ich würde gern hier wohnen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Und damit, ja, sage ich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und euch viel Spaß in Minecraft, wie immer.